Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht mich heute vor ein paar Kisten stehen. Eigentlich wollte ich ja die Kisten selber bauen. Und zwar hatte ich eigentlich vor, mir Aufbewahrungsboxen zu bauen für meine Schallplatten und war schon im Baumarkt, hatte mal geguckt, was so die Preise dazu sagen, wie so die Qualität des Holzes ist. Und da habe ich diese Kisten hier gefunden im Netz und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich werde euch die Firma auch mal unten verlinken, also wenn ihr die euch auch mal anschauen wollt. Also ich bin total begeistert von der Qualität von diesem Holz. Ganz toll. Sie sind eigentlich schon fertig. Wie gesagt, ich wollte die Kisten selber bauen. Ich werde sie jetzt einfach nur ein bisschen upcyclen, so dass ich noch ein bisschen Licht dahinter baue und noch ein bisschen was mache, dass man sie so gegeneinander verdrehen kann, werdet ihr später dann sehen. Aber zu dem Preis, ich habe jetzt 40 € für so eine Kiste bezahlt, also zwei Kisten, 80 € plus Versand, 90 €. Was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt bei Facebook die Firma liken, dann kriegt ihr 10 € zurückerstattet. Also ihr habt für 80 € wirklich ein ganz tolles Holz jetzt. Und ich werde auch nicht mehr viel dran machen. Ich hatte erst überlegt, ob ich noch Kanten ein bisschen abrunde oder so, aber das ist alles so schön. Ich möchte das jetzt auch nicht verhunzen. Deswegen einfach toll. Und ich hatte jetzt mal den Luxus, dass ich wirklich gar nicht so viel bauen musste, sondern das einfach nur zusammenschrauben konnte. War nach 2 Tagen Lieferzeit, war das Ganze heute angekommen. Ich bin total begeistert und wir fangen jetzt einfach mal an, ein bisschen Upcycling zu betreiben. Wenn ihr Spaß dran habt, bleibt einfach dran und los geht's. Was ich jetzt zunächst erstmal machen muss, ich habe mir vorher mal so einen Rahmen gebaut aus Buchenholz, der soll da drunter kommen und den werde ich jetzt erstmal anschrauben. Ich will auch wirklich gar nicht viel kaputt machen, aber unterschrauben, glaube ich, ist kein Problem. Das könnte man auch wieder abbauen, würde man nicht sehen hinterher. Und den werde ich jetzt erstmal unterschrauben. Muss natürlich noch ein paar Löcher bohren. Ich werde auch die Anschlussschnur für die Beleuchtung, da habe ich auch so ein Stück hier noch liegen, das werde ich nachher noch einlassen. Das kommt dann hinten rein, dass man das Netzteil anschließen kann. Das seht ihr dann später noch. Das muss ich jetzt erstmal bohren und dann schraube ich das unter die erste Kiste, die nach unten kommen soll dann. Und dann sorge ich dafür, dass man das Ganze gegeneinander verdrehen kann. Zeige ich euch gleich. Jetzt den Rahmen genau mittig untersetzen. Dazu werde ich nochmal Löcher bohren, dass ich das verschrauben kann. Ich denke, so an 4 Stellen wird das ganz gut sein. Unterschrauben ist kein Problem. Das werde ich jetzt nochmal bohren an der Standbohrmaschine und dann werde ich das Ganze hier so ausnivellieren, dass das genau passt. Weg ist er. Ich habe das jetzt schön ausgerichtet, sodass das zu allen Seiten nahezu gleich ist. Und jetzt werde ich das erstmal anzeichnen, beziehungsweise die Schrauben einfach durchschlagen. Und dann muss ich erstmal vorbohren. Und was ich auch noch machen muss, ich muss noch das Loch für den Stromanschluss hier machen. Das werde ich vorher natürlich machen, der kommt hier hinten rein. Ach so, und ich muss noch einsägen, damit das Kabel nachher so ein bisschen wieder rauskommen kann. Das mache ich auch noch vorher, bevor ich das jetzt alles mache. Weil ich das aber so schön fixiert hatte jetzt hier, oder so schön ausgerichtet hatte, werde ich jetzt erstmal festmachen. Ich kann die Schrauben auch gleich wieder rausdrehen. Das gefällt mir nämlich alles so gut, wie es ist. Deswegen mache ich das jetzt erstmal. Ja, das ist das Teil, was da jetzt rein soll. Das ist der Anschluss. Der ist 10 mm. Das heißt, ich werde mit dem 10er Bohrer jetzt erstmal kurz reinbohren, das Ding da einsetzen. Kurz einsägen, das Ding ist soweit drin, das ist der Anschluss. Jetzt werde ich mir das einfach hier so ein bisschen einspannen, vorsichtig, und auf dieser Seite noch einsägen. Das heißt, ich drehe das lieber um und werde mit der Handsäge da so ein bisschen eine Nut reinmachen. Da müssen nachher 2 Kabel raus.
Muss ein bisschen aufpassen hier an der Stelle, dass ich mir das nicht gleich wieder zerlege. Aber so ist das einigermaßen fest und ich kann vernünftig sägen. Das darf echt nicht wahr sein. Jetzt habe ich wieder die scheiß Nut hier auf der falschen Seite gemacht. Ich habe ja hier die Aussparung für die Schrauben, also gesenkt. Und das kommt natürlich so da drauf. Und ich meine, ich wollte ja Richtung Kiste das Ganze haben. Das heißt so. Ja, jetzt mache ich das nochmal und die Seite mache ich wieder ein bisschen zu. Ist nicht so schlimm, ist hinten, kommt sowieso noch ein bisschen Vlies drüber. Aber es ist echt nicht zu fassen. So, jetzt noch ein bisschen Klebeband ringsrum, noch ein bisschen Vlies drauf, damit das so Richtung Parkett abgedichtet ist. Sonst staubt das da auch alles unter, deswegen wollte ich nicht einzelne Parkettleiter machen. Ich mache jetzt ringsrum ein bisschen Vlies. So, jetzt mal schnell zur Bastelbetreuung ein bisschen Vlies besorgen. So schnell geht das und dann hat man was. Kam natürlich gleich wieder der Spruch, du willst gar kein Vlies haben, du willst Filz haben. Also Leute, es ist Filz und ich klebe das jetzt auf. Weiter geht es jetzt erstmal mit dem Drehmechanismus für die Beleuchtung. Das werde ich nachher noch machen, da fräse ich noch eine Nut rein. Aber erstmal machen wir jetzt einen Kreis und dann noch einen Kreis. Und ihr werdet gleich sehen, wie das gedacht ist, dass es quasi ineinander gleiten kann. So habe ich mir das gedacht, damit man das ein bisschen mittig trifft, damit der Kasten auch nicht verrutscht oben drauf. Ich werde das auch nicht anschrauben, ich werde das nur ankleben mit beidseitigem Klebeband, weil ich einfach die schöne Oberfläche hier nicht kaputt machen möchte. Ich habe mir gedacht, ich mache aus Multiplex die Höhe, ich glaube es sind 9 mm. Daraus mache ich jetzt erstmal einen Kreis. Und den setze ich oben drauf schön mittig und so, dass man das eben miteinander verdrehen kann dann. Ja, ich habe jetzt mal die 9 mm untergelegt, einfach nur mal, um das zu zeigen. Ich möchte das so machen, dass man das so ein bisschen verdrehen kann. Dann kann man das so hinstellen oder auch zur anderen Seite. Dann wird auch die Beleuchtung, die nach hinten scheinen wird, sich ein bisschen anders auf der Wand ausbreiten. Das, glaube ich, finde ich ganz gut. Das heißt, ich muss jetzt erstmal einen Kreis machen mit diesen 9 mm. Ich hatte erst 6 mm probiert, aber dann schleift das hier unten, weil die sollen ja eigentlich ineinander gehen. Und das ist auch gut gemacht, weil die sind hier etwas rauer, aus genau dem Grund, damit sie nicht wegrutschen. Wenn man die also gerade übereinander stellen möchte, dann macht das schon Sinn. Aber da ich das ja nun drehbar machen möchte, muss ich natürlich über diese Kante hier hinwegkommen. Ich hätte erst überlegt, diese Kante hier vielleicht noch bündig zu fräsen und dann eine Rundung drauf zu machen. Aber ich muss sagen, das Holz finde ich wirklich so gut. Das ist auch so schön verarbeitet und ich möchte jetzt nicht irgendwie dran rumfuschen. Weiter geht's mit dem Kreis. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt 22 cm und dazu mache ich das einfach mit der Oberfräse und der Kreisschneidevorrichtung. Ich zeichne mir jetzt erstmal 24 an und dann habe ich noch so ein bisschen was überstehen und kann das dann vernünftig nachher ausfräsen. Dazu hatte ich mir dieses schicke Teil mal gebaut. Da kann man jetzt den Ring einsetzen, der Makita-Fräse, der kleinen. Der passt da richtig schön stramm rein. Und genau damit werde ich das gleich ausfräsen. Hier kann man das einstellen. Man kann das mit der Schraube hier verstellen. Ich glaube, es gibt jetzt gar kein Video dazu, also verlinken kann ich euch da nichts. Aber ist auch relativ einfach gebaut. Damit werde ich das jetzt rund ausfräsen. Ich mache jetzt zuerst mal den Innenkreis. Ich sagte ja, ich will erstmal einen kleinen hier rausschneiden und dann hinterher noch einen größeren. Und damit das hier noch besser liegen bleibt, werde ich jetzt erstmal den kleinen rausschneiden. Das wird ein 12er werden, das heißt Radius von 6 cm. Also erst den und dann den anderen. Dazu muss ich mal gucken, ich glaube, das ist ein 2er Loch hier gewesen, dieser Nagel hier. Also werde ich hier erstmal mit 2 mm vorbohren.
habe natürlich jetzt noch ein bisschen hier stehen lassen, ansonsten habe ich ja keinen Mittelpunkt mehr für den Außenkreis. Das werde ich nachher wegsägen und mit dem Bündigfräser noch ganz kurz die Kante machen. Ein bisschen aufpassen muss man jetzt beim Einstellen. Das eine war ja Innenkreis, das andere war Außenkreis. Deswegen Außenkreis muss ich jetzt von dieser Kante hier aus messen. Und dann natürlich den Radius, also 11. Ne? Und beim Innenkreis habe ich diese Kante genommen, damit ich dann nachher letztendlich meine 12 bzw. Radius 6 cm bekam. So sieht der eine Ring jetzt aus. Das muss ich jetzt nur noch rausmachen und den Rest fräse ich dann halt bündig. Es gibt natürlich x Möglichkeiten, das zu machen. Man kann auch nur gleich zur Hälfte einfräsen, dann das mit der Bandsäge aussägen oder mit der Stichsäge und dann das Ganze nachher mit dem Bündigfräser bündig fräsen. Da gibt es x Varianten. Ich habe jetzt diese gewählt hier, hat gut funktioniert. Ich brauche das eigentlich nur noch rauszumachen und kurz bündig zu fräsen. So, mal kurz zur Erklärung. Ich habe mir jetzt den Kreis hier, ich will ja genau diesen Kreis nochmal ausschneiden, den habe ich mir jetzt hier angezeichnet. Schwierig ist ja, um den Mittelpunkt zu finden, weiß man nicht mehr, wo man so recht anfangen soll. Man kann sich aber die Mittelsenkrechten bilden, das heißt, man macht hier irgendwo eine Linie hin, misst die Strecke ab, halbiert die und zieht dann im rechten Winkel, also hier an der Stelle, eine Linie hoch. Und das habe ich jetzt an allen drei Seiten gemacht und somit kriege ich hier den Mittelpunkt und kann von da aus gleich wieder loslegen, meinen Kreis zu schneiden. Das heißt, ich will ja jetzt genau dieses Ding hier haben, was da in dem Kreis wieder laufen soll. Und das ist jetzt nicht genau 12 geworden, das ist jetzt 12,2 oder sowas und das muss ich ja nun genau wieder treffen. Ja, fertig sind die beiden Teile. Für mich ist das jetzt ausreichend genau, weil ich tendiere normalerweise dazu, das zu stramm zu machen, aber so ist das gut. Man trifft das nachher hier beim Einsetzen der zweiten Kiste sozusagen von oben. Das ist alles prima. Jetzt werde ich hier noch ein Stück absägen, weil da sollen genau meine beiden Stecker rein. Ich muss nämlich eine Kabelverbindung schaffen. Und die soll nachher hier so sitzen. Das ist jetzt hier so ein einfacher USB-Stecker mit USB-Buchse. Aber ich brauche vier Verbindungen nachher, das hatte ich mir so überlegt. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach so abschneiden, damit der hier drin sitzen kann und sich dann so ein bisschen mitdrehen kann in dem Loch. Weil ich will ja maximal so ein Stück verdrehen, also viel mehr ist das ja nicht. Brauche ich noch von unten die Möglichkeit, die zwei Kabel reinzuführen. Das heißt, ich werde eine kleine Aussparung hier sägen. Das säge ich aber einfach schnell mit der Hand oder auch mit der Kappsäge mal kurz drüber. Könnte man natürlich auch machen. Muss ich gucken. Damit ich das Teil jetzt mit dem Kabel drehen kann, das eine wird ja von unten runtergeführt, festgemacht. Das andere wird aber oben wieder längs geführt. Das heißt, es wird auch wieder doppelt geführt. Ich brauche wieder zwei Verbindungen nach der oberen Kiste. Muss ich das Ganze hier ein bisschen aussparen. Das heißt, wenn ich das so drehe, und ich will ja nur ein paar Grad drehen können, dann muss ich hier oben einen flacheren Teil haben, damit ich mein Kabel hier mitbewegen kann. Und das werde ich jetzt genauso, wie ich es jetzt hier angefangen habe, mit der Kappsäge ein bisschen raussägen. Das ist jetzt der obere Ring. Da habe ich mir einfach die Mitte angezeichnet, einfach der nach ein Kreuz gemacht. Und den oberen Ring, den werde ich jetzt aufkleben, aber leicht nur mit Klebeband. Und dann kann ich den äußeren Ring, der nachher unten sitzen wird, den kann ich daran wieder ausrichten. Und den kann ich dann auch mit Klebeband fixieren. Der wird auch nur mit Klebeband fixiert. Und der obere Ring, der wird dann festgeschraubt. Jetzt versuche ich den mal wirklich sehr genau da drauf zu setzen. Das ist ja sowieso ein bisschen flexibel, weil ganz passend habe ich es ja extra nicht gemacht, damit man es bewegen kann. Ich versuche das jetzt mal so auszurichten. Und dann brauche ich einfach nur festdrücken. Und dann hat sich das. Und dann kann ich das innere Teil wieder rausnehmen. Und das dann oben anschrauben unter die Bodenplatte des oberen Kastens. Hier habe ich mir überlegt, dass ich ganz gerne Führungen hätte. Deswegen habe ich mir ein bisschen was mit Schraubzwingen angeklemmt, damit ich so eine kleine Vorrichtung habe und dann letztendlich die Kiste von oben einfach nur runterlassen kann, damit ich das ziemlich passgenau alles machen kann. Ausrichten könnte man das natürlich auch, indem man es ausmisst, aber ich wollte das jetzt so einfach anhand so einer kleinen Vorrichtung einfach runterlassen können. Weiter geht es jetzt damit, das Leuchtband hier einzufräsen. Das sind 8 mm, da nehme ich jetzt einen 8 mm Fräser und werde nur eine leichte Nut jetzt hier in die Kante von dem Holz einfräsen. Ich möchte jetzt die Kantenfräse verwenden und dadurch, dass ich jetzt hier oben an der Seite noch diese Erhöhung stehen habe, da auch, muss ich natürlich gucken, wie ich das mache. Wenn ich von der Seite hier fräsen will, komme ich hier nicht weiter. Das heißt, ich werde an der Stelle hier hängen bleiben.
Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich auf jede Seite jetzt eben nur für den Fräsvorgang hier was aufdoppeln, dass ich dann da vorbeikomme. Das werde ich jetzt an allen Seiten machen müssen, damit ich die Fräse nicht neu einstellen muss. Und das werde ich mir jetzt erstmal einspannen mit Schraubzwingen. Und dann kann ich genau an diesem Holz dran vorbeifräsen und brauche die Einstellung der Fräse nicht immer ändern. Hier habe ich mir jetzt die Mitte angezeichnet. Und ich brauche jetzt eigentlich nur noch hier den Strich aufsetzen. Und kann jetzt hier gleich so dran längs fahren, sodass ich hier einfräsen kann. Und dann muss ich halt bis hier hinten gehen, bis so ungefähr auf der Hälfte von dem anderen wieder. Das muss ich so ein bisschen ausnivellieren dann. Das zeige ich mir noch vorher an, wo ich da auf jeden Fall enden will. Hier an der Stelle ist es jetzt natürlich ein bisschen eng, das heißt, ich habe mir die Leiste ein bisschen halbiert und habe die da mit einem Kleber einfach angeklebt, damit die hier liegen bleibt. Ich muss ja jetzt hier dran vorbeifahren. Das passt mit der Fräse schon, aber das ganze Ding war natürlich zu hoch. Ich hätte natürlich den Rahmen später dran setzen sollen, aber das überlegt man sich natürlich alles immer erst hinterher und ja, nächstes Mal ist man schlauer. Das hat gut funktioniert. Jetzt geht es ans Verkabeln. Jetzt werde ich erstmal das Band ausmessen. Und ich habe mir überlegt, ich will das von beiden Seiten verkabeln. Das heißt, ich werde einmal so rumgehen und dann wieder zurück. Das heißt ja, ich brauche auch in der Mitte 4 Kabel. Werdet ihr gleich sehen, warum. Man kann dieses Leuchtband jetzt an diesen Stellen immer trennen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Ob es jetzt wirklich ausreichend ist. Ich habe 2 Meter bestellt. Wenn ich jetzt hier alle 30 cm mache, hier brauche ich ja nur ein halbes Stück. Und zu der Seite auch ein halbes Stück. Ich sagte ja, ich will das wie eine 3, beziehungsweise andersrum wie eine 3 machen. Und hier oben brauche ich auch nur ein halbes Stück und auf der anderen Seite natürlich auch. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich da auskomme, dass ich das so entsprechend halbiert bekomme und so weiter. Und dann muss ich erstmal die Lötpunkte vorbereiten. Das muss man so ein bisschen abkratzen, damit das nachher Lötzinn annimmt. Jetzt muss ich die erstmal alle vorbereiten. Ihr könnt hier die beiden Lötpunkte sehen und die muss man so ein bisschen ankratzen. Das muss jetzt erstmal passieren an allen Stücken. So Leute, jetzt bin ich endlich fertig mit Löten. Ihr habt es gesehen, es war schon eine ziemliche Arbeit. Ging bestimmt noch mal eine Stunde, anderthalb ins Land, bis ich alles fertig hatte. Jetzt stecken wir das mal zusammen und gucken, ob das funktioniert. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Hier könnt ihr den Steckverbinder sehen. Das ist die eine Seite. Unten wird es natürlich angeschlossen im Sockel. Das kann man jetzt vielleicht nicht so richtig sehen. Das ist da unten. Und hier ist das andere jetzt. Und das ist relativ schwierig, das reinzufriemeln. Das habe ich schon mal versucht. Vielleicht überlege ich mir noch was anderes, aber wir versuchen das jetzt mal zusammenzustecken. Man ist also echt froh, wenn man das Ding zusammen hat und möchte es eigentlich nicht wieder auseinandernehmen. Ja, mal gucken. Es fehlt also wirklich eigentlich eine weitere Hand.
Und auch bei den blöden USB-Steckern weiß man immer nicht, wie rum die da rein sollen. Ich glaube, so ist richtig. So, jetzt muss das Ganze hier liegen bleiben. Die Kabel müssen hier raus. Und dann funktioniert das eigentlich, wenn man den dann da rein kriegt. Ja, Platz ist schon genug. Die Kabel müssen halt nur flach liegen bleiben. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, aber eigentlich macht man das ja auch nur einmal und dann war es das. Aber das taugt noch nichts. Ja, ich freue mich. Es funktioniert. Das hat soweit alles geklappt. Tatsächlich auch nicht verlötet, also plus minus nicht vertauscht, hat tatsächlich alles funktioniert. Ich werde euch natürlich wie immer am Aufstellplatz noch ein paar Bilder zeigen, beziehungsweise ich werde noch mal kurz filmen, wenn das Ding nachher an Ort und Stelle steht. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal bei euch bedanken fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr solche Videos mögt. Drückt auch mal den Abo-Button, freut mich immer, bringt auch den Kanal ein bisschen weiter. Ansonsten guckt mal rein in die Videobeschreibung, hatte ich ja alles verlinkt. Die schönen Kisten könnt ihr da erwerben, also ich finde wirklich zu dem Preis kann man die eigentlich nicht selber bauen. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.